Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir sprechen heute über das wichtigste Thema der letzten Wochen und Monate, ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt hat. Wir sprechen über die Netzneutralität. Wir haben wirklich öfter über dieses ja dann doch auch ein bisschen komplexere Thema gesprochen. Wir haben darauf hingewiesen, dass da eine Entscheidung ansteht in der Europäischen Union und haben die Leute dazu aufgerufen, savetheinternet.eu zu klicken, damit man den Leuten in Brüssel klar macht, dass man mit den bisherigen Anstrengungen, die Netzneutralität zu wahren, noch nicht ganz zufrieden ist. Ich habe es gemacht, die Kollegen und Kolleginnen hier haben es gemacht und heute kannst du uns die frohe Botschaft verkünden. Es hat sich gelohnt, auf savetheinternet.eu zu klicken, richtig? Absolut. Und 500.000 andere haben auch mitgemacht. Also eine gewaltige Zahl in ganz Europa, die sich da beteiligt haben. Das freut uns natürlich sehr und es hat tatsächlich geholfen. Hm. Für die ganz wenigen, die nicht auf savetheinternet.eu geklickt haben und die noch nicht wussten, um was es geht beim großen Thema Netzneutralität, lass uns das doch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Für diejenigen. Das Kernprinzip des Internet ist, dass alle Daten gleich behandelt werden, unabhängig vom Absender, Empfänger und Inhalt der Daten. An diesem Prinzip sollte gerüttelt werden. Es ging darum, Überholspuren im Netz zuzulassen, dass dann zum Beispiel bestimmte Anwendungen, zum Beispiel YouTube oder Musikdienste, priorisiert übermittelt werden, so dass dann eben diese Dienste schnell zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern hingebracht werden, nicht mehr ruckeln. Aber wer sich diesen Spezialdienst eben nicht mehr leisten kann, weil dafür sollte man extra bezahlen, der wird ausgebremst und hat dann eben nur noch Ruckel-YouTube. Mhm. Und das ist auf der einen Seite eben problematisch für die Verbraucher, die dann eben mehr bezahlen müssen, auf der anderen Seite aber eben auch für Unternehmen, Startups vor allen Dingen und auch nicht kommerzielle Angebote, die sich nämlich auch nochmal diese Überholspur kaufen müssen. Provider kassieren also zweimal und hier werden dann vor allen Dingen eben finanzstarke Unternehmen sich diese Überholspuren leisten können. Das bedeutet, ein Internet wäre dann in 5 Jahren nur noch aus YouTube und Skype bestehend, währenddessen keine neuen Dienste mehr auf den Markt kommen, weil sie sich eben diese Überholspuren nicht leisten können. Und das ist eigentlich das Kernproblem, worüber wir streiten, warum wir eben die Leute auch aufgerufen haben, sich einzubringen und zu sagen, das Internet soll so bleiben, wie wir es kennen. Netzneutralität muss gesetzlich verankert werden. Jetzt haben einige Leute im Europäischen Parlament, die waren schlau genug, um diese Problematik eben genauso zu erkennen, um vielleicht auch zu erkennen, dass ja auch eine Information, eine freie Information schwieriger wird, wenn es Spezialdienste im Netz gibt, die quasi auf der Überholspur stattfinden werden, dann möchte man sich vielleicht lieber das Video, das Nachrichtenvideo von diesen Spezialdiensten angucken, als das, was von Indipedia gedreht wurde von mir aus. Ja. Insgesamt gibt es 3 Bereiche, in denen die Netzneutralität torpediert werden kann nach wie vor oder die auch im Plan drin steckten. Es gab einmal dieses Zero Rating. Da geht es, glaube ich, darum, dass bestimmte Dienste eben nicht auf das Datenvolumen draufgerechnet werden, was man verbrauchen darf im Monat, zum Beispiel mit so einem Funktelefon. Genau, vor allen Dingen im mobilen Bereich wichtig. Ja, dann gab es das Verkehrsmanagement. Das ist im Prinzip das Einrichten von von Überholspuren. Nein. Also Verkehrsmanagement ist, dass man zum Beispiel sagt, man hat Spitzenzeiten, wo außergewöhnliche Umstände dazu führen, dass dann eben Inhalte gemanagt werden müssen, also dass man zum Beispiel sagt, dass dann eben eine breitbandintensive Anwendung wie eben Video oder Telefonie bevorzugt behandelt wird im Vergleich zum Beispiel zu einer E-Mail, wo es jetzt nicht so wahnsinnig kritisch ist, wenn die 2-3 Sekunden später ankommt. Ja. Das Ganze darf aber eben nur in einem sehr begrenzten Rahmen passieren, weil sonst eben dann diese Überholspuren drohen oder beziehungsweise das ausgeweitet wird und von daher spricht man in dem Fall von Verkehrsmanagement, dass mit den Überholspuren sind dann eben Spezialdienste. Genau. Lass uns doch ruhig mal untersuchen, inwiefern die neuen Regelungen der EU diese 3 Möglichkeiten, die Netzneutralität zu torpedieren, eben entschärfen. Bei Zero Rating, wie stark wirkt da die Neuregelung auf die Netzneutralität ein? Wie sehr funktioniert das, was sich die EU da ausgedacht hat? Also es ist so, dass Zero Rating, so wie wir das wollten, nicht komplett verboten ist. Es gibt aber zum Beispiel ein Verbot von Zero Rating, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, dass dann eben zum Beispiel Spotify weiter benutzt werden kann, ohne dass es eben auf dieses Datenvolumen angerechnet wird. Das ist künftig verboten. Erlaubt bleibt aber zum Beispiel, dass eben währenddessen ich mein 1 oder 2 Gigabyte benutze und währenddessen Spotify benutze, dass dann zum Beispiel eben dieser Verbrauch dann nicht auf das Datenvolumen angerechnet wird.
gerechnet. Okay. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo Zero Rating erlaubt ist. Hier gilt aber eben auch, wie bei allen anderen Sachen auch, dass hier eben die nationalen Regulierungsbehörden, das wird jetzt ein bisschen technisch, das wäre bei uns die Bundesnetzagentur, dann nochmal drüber schauen müssen, ob dieser Dienst halt wirklich auch im Rahmen dieser Verordnung, im Rahmen der Gesetze ist und dass hier eben auch Grundrechte eingehalten werden, dass eben das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht torpediert wird, sodass dann eben bestimmte Dienste nur noch genutzt werden können, also man nur noch auf eine einzige Nachrichtenseite gehen darf und alle anderen nicht mehr sehen darf. Sowas darf eben nicht passieren. Ja. Das wird dann eben von der Bundesnetzagentur kontrolliert und das muss auch vorher angemeldet werden, solch ein Dienst. Ja, bei dem Verkehrsmanagement, wie sieht's da aus? Hier ist es so, dass die Auflagen relativ hoch sind, also dass eben nicht dieses Verkehrsmanagement dafür genutzt werden kann, um eben so, sagen wir mal, geheime Überholspuren auf den Weg zu bringen oder bestimmte, vor allen Dingen Anbieter auszubremsen. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass die Telekom mit ihrem Dienst, wo sie dann Fernsehen anbietet, andere Fernsehanwendungen irgendwie ausbremst, drosselt, um dann eben sozusagen ihr eigenes Produkt besser bewerben zu können. Ja. Das darf nicht passieren. Die Auflagen sind sehr, sehr hoch beim Verkehrsmanagement. Also es darf wirklich nur in Spitzenzeiten gemacht werden, ganz selten gemacht werden. Es darf auch nicht in die Pakete reingeguckt werden. Also es darf jetzt nicht unterschieden werden, zum Beispiel zwischen verschlüsselten und unverschlüsselten Inhalten und sowas, was auch sehr wichtig ist, sodass die Privatsphäre der Nutzer gewahrt bleibt. Das Problem hierbei ist allerdings, dass die Kontrollfunktionen für zum Beispiel die Bundesnetzagentur dann eben sehr gering sind. Ja. Also die stellen dem Provider Fragen, fragen die, wie macht ihr das? Der Provider antwortet und daraufhin basiert dann die Kontrolle. Das ist natürlich nicht so genial. Dafür haben wir aber eben unter anderem eine Website ins Leben gerufen. respectmynet.eu heißt diese. Mhm. Und hier kann man melden, wenn man das Gefühl hat, dass es eben Verstöße gegen diese Regelung gibt, die wir jetzt eben erklären. Dort wird dann eben auf der Seite auch nochmal gezeigt, wie das, was die Probleme sein könnten. Ja. Und da kann man relativ einfach klicken, das ist mein Provider, das ist mein Gefühl, was ich hier habe, was irgendwie schief läuft. Oder wenn man es sogar weiß, dann kann man auch hinschreiben, ich weiß, dass es so und so läuft. Okay. Sagen, was es betrifft, eben zum Beispiel Verkehrsmanagement, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man es auch erstmal rauslassen. Dann überprüfen wir das und werden dann eben gegebenenfalls Schritte einleiten, dass hier eben die Netzneutralität gewahrt ist. Wir versuchen also sozusagen diese Kontrolllücke ein bisschen zu füllen. Ja, das ist sehr gut. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Einer muss es ja machen. Einer muss es machen. Bei den Spezialdiensten wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass man nicht die Maximalforderung erreichen konnte bei den Neuregelungen zur Netzneutralität. Auch da wird es wahrscheinlich Abstriche geben. So ist es, aber die Abstriche sind relativ gering. Es ist so, dass gesagt wurde, Spezialdienste dürfen ins Netz gebracht werden, aber das erste Kriterium ist, dass sie notwendig sein müssen. Also es muss nachweisbar sein, dass es wichtig ist, eben hier eine besonders schnelle Verbindung zur Verfügung zu haben. Also dass das sozusagen nicht über die normalen Leitungen abgedeckt werden kann. Und es muss eben so sein, dass andere Nutzerinnen und Nutzer dadurch nicht beeinträchtigt werden. Also es darf nicht dazu führen, dass wenn die Telekom zum Beispiel einen Spezialdienst anbietet, dass dann alle anderen Telekom-Nutzer, die diesen Spezialdienst nicht buchen, dann auf einmal langsameres Internet haben. Und dann gibt es aber interessanterweise drei Vorschläge, die eben da die Regulierungsbehörde in Europa gemacht hat, wo so ein Spezialdienst angebracht wäre. Und das wäre zum Beispiel Live-Events im Fernsehen, die dann im Internet übertragen werden. Ist natürlich auch ein bisschen kritisch. Wir kennen alle so merkwürdige Sendungen, wo Scheiße mit anrufen und die dann komplett live gestreamt werden oder auch irgendwelche Home-Shopping-Kanäle. Also es gibt sehr viele Live-Berichterstattungen, auf die man jetzt auf Anhieb nicht kommt. Ein 100-Meter-Lauf wäre sicherlich kein Problem, wenn da mal für 10 Sekunden eben die Netzauslastung ein bisschen anders ist und dann ein bisschen geschoben wird. Aber wenn das natürlich stundenlange Live-Events in Anführungsstriche sind, ja, die dann da auf den Markt gebracht werden, ist das äußerst kritisch zu bewerten. Was für uns völlig okay ist, das sind Gesundheitsanwendungen. Ja. Also wenn es eben um Leib und Leben geht, dann ist für uns auch völlig klar, Notrufleitungen und so ähnliches. Das hatten wir auch vorher immer gesagt, dass das für uns völlig legitim ist, dafür Spezialdienste auf den Weg zu bringen, getrennte Leitungen. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall ein kritisches Auge eben vor allen Dingen auf diese Live-Events werfen und ob das dann wirklich notwendig ist, dass dann halt bestimmte Dienste da halt eher auf so einen Spezialdienst ausgelagert werden, werden wir auf jeden Fall verfolgen und dann gegebenenfalls eben auch dagegen vorgehen. Man kann zusammenfassend sagen, die Richtlinien sind relativ klar, die jetzt aus Brüssel kommen. Jetzt muss die Bundesnetzagentur nur gucken, dass die auf nationaler Ebene auch durchgesetzt werden. Genau, und das ist aber auch nochmal so ein Problem, weil das 28 Mitgliedstaaten sind, die das dann jeweils mit ihrer nationalen Regulierungsbehörde machen und das
eigentliche Ziel, einen europäischen einheitlichen Telekommunikationsmarkt zu schaffen, hat man damit natürlich nicht erreicht, wenn in 28 Mitgliedstaaten 28 Netzagenturen sitzen und überprüfen, ist das jetzt ein Spezialdienst, ist das Zero Rating, ist das Verkehrsmanagement. Und es droht natürlich auch, dass dann Provider versuchen, in besonders schwachen Ländern, wo die Agenturen, also diese Regulierungsbehörden sehr schwach sind, dorthin zu gehen, dort erstmal bestimmte Dienste an den Start zu bringen und die von dort aus dann vielleicht über ganz Europa auszurollen, weil man dann eben sagt, ja, hier in, keine Ahnung, Lettland oder so ging das ja, oder in Griechenland ging das ganz wunderbar, warum soll das jetzt in Deutschland nicht funktionieren? Das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die wir sehen. Aber wie gesagt, wir werden das so im Auge behalten und werden das Thema weiter bearbeiten. Also das heißt, ein Wunsch der digitalen Gesellschaft wäre eine europäische Netzagentur, die auch wirklich in allen europäischen Mitgliedstaaten... Es gibt diese europäische Netzagentur. Für uns wäre es halt schön gewesen, wenn es so eine klare Regulierung gegeben hätte, wo klar drin steht, das und das geht und das geht nicht, sodass dann am Ende gar keine Netzagentur mehr drüber gucken muss, weil die Regeln einfach so klar und strikt sind, dass es eigentlich keinen geben muss, der dann nochmal kontrolliert, ist das jetzt hier, ist da jetzt eben dieser Bereich erreicht, wo es Verkehrsmanagement zu weit geht oder nicht, ist das jetzt schon ein Spezialdienst oder noch nicht. Hier hätte man klarere Regeln fassen müssen. Das war eben vor allen Dingen ein Versäumnis vom EU-Parlament und auch von den Mitgliedstaaten der EU, dass sie hier eben sich nicht dazu durchringen konnten, starke Regeln zur Netzneutralität zu finden. Sie haben sich auch ein bisschen über den Tisch ziehen lassen. Damals in den Verhandlungen hat man gesagt, wir schaffen auch noch die Roaming-Gebühren ab. Das war auch Teil dieser Verordnung und der Deal war so ein bisschen, dann opfern wir ein bisschen Netzneutralität, aber dafür schaffen wir die Roaming-Gebühren ab. Interessanterweise genau eine Woche, nachdem jetzt die Regeln zur Netzneutralität feststellen, wird gesagt, ach, das mit dem Roaming haben wir uns auch nochmal überlegt, ihr müsst trotzdem weiter bezahlen, Freunde. Also hier sieht man, dass sich dann auch die Abgeordneten wieder ein bisschen über den Tisch ziehen haben lassen und hoffentlich lernen sie daraus und werden bei kommenden Gesetzen, jetzt steht ja zum Beispiel die Urheberrechtsreform in Europa an, dann besser verhandeln und sich nicht so leicht über den Tisch ziehen lassen. Naja, ich meine, die Netzbetreiber, die haben natürlich auch ein Interesse daran, die Netzneutralität einzuschränken, weil sie dann eben die bestehenden Leitungen besser in Anführungszeichen vermarkten und nutzen können. Jetzt muss halt das Geld eingesammelt werden, um Netze auszubauen. Und das ist auch sehr wichtig. Genau, es ist absolut wichtig, dass die Netze ausgebaut werden. Ja. Es gibt Landstriche in Deutschland, die haben noch gar keinen Internetzugang, also beziehungsweise keiner, mit dem man arbeiten kann. Und es ist vor allen Dingen eben wichtig, Glasfaser auszubauen. Es kann eben sich auch nicht darauf beschränkt werden, nur das mobile Netz auszubauen, sondern wir brauchen Glasfaseranschlüsse, denn nur das garantiert wirklich schnelles Internet. Wer noch mehr zum Thema nachlesen möchte, macht das am besten auf digitalegesellschaft.de. Wer zu Hause das Gefühl hat, dass das mit der Netzneutralität auf dem heimischen Rechner noch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, der geht auf respectmynet.eu und klickt sich dadurch ein Menü, das einem relativ schnell dabei hilft, eben anzuzeigen, was schief zu laufen scheint. Wir sind alle dazu aufgerufen, zu überprüfen, ob die Neuregelungen zur Netzneutralität eben auch eingehalten werden. Wir können uns auf die Bundesnetzagentur nicht alleine verlassen, denn die hat zu wenig Möglichkeiten, nachzuforschen. Genau, und es ist immer gut, wenn die Leute auch ein bisschen mitmachen können. Ja, das stimmt. Vielen Dank, Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Wir haben nochmal über Netzneutralität gesprochen. Wie gesagt, mehr Infos findet ihr auf digitalegesellschaft.de oder auf respectmynet.eu. Danke, Alex. Ciao. Ciao.